Hey Leute, heute probieren wir mal ein bisschen was anderes aus. Und zwar ist heute Feiertag und ich habe nicht geplant, irgendwo hinzufahren, sondern ich habe geplant, ein bisschen was in meiner Wohnung zu machen. So Dinge, die halt eben anstehen. Wie ihr seht, sitze ich jetzt hier schon in meiner Küche. Und ja, seit dem letzten Wohnungsvideo, beziehungsweise dem ersten Wohnungsvideo, was ich gemacht habe, ist auch schon einiges passiert. Das werde ich euch heute so ein bisschen zeigen und einfach mal so ein bisschen vloggen, was halt den Tag über so jetzt noch hier an der Wohnung gemacht werden soll. Und ja, kurzer Überblick. Hier seht ihr die Küche, die habt ihr ja schon mal gesehen und wem es vielleicht auffällt, hier oben ist es noch alles ganz normal, das heißt die ganz normale Küche mit diesem Holzrand hier unten und ja, hier unten wurde die schon foliert, also das heißt hier ist weiße Folie auf den Türen und Schubladen drauf. Ich finde einfach, das sieht ein bisschen cleaner, ein bisschen schöner aus und das soll eben heute hier oben auch noch passieren. Genau, irgendwann sollen da auch nochmal neue Griffe dran, aber heute sollen erstmal nur diese Türen hier mitfoliert werden, damit die ganze Küche dann eben auch einheitlich aussieht. Außerdem möchte ich meinen Schreibtisch neu organisieren und das Ganze in Anführungsstrichen, weil ich immer noch keinen Schrank an meinem Schreibtisch habe. Also ich möchte das Ganze einfach von einer Kiste in mehrere Kisten aufteilen, weil das ist aktuell ziemliches Chaos und da blicke ich nicht mehr so ganz durch. Und bis ich mich für den Schrank entscheiden kann, ja, möchte ich das erstmal mit ein paar Kisten einfach grob sortieren, sag ich mal, und ich möchte meine Videoecke dekorieren. Also ich habe ein Stück weiße Wand bei mir im Wohnzimmer, die ich jetzt als Videoecke deklariert habe und da möchte ich eben heute so ein paar Bilder aufhängen, ein bisschen Deko hinmachen, einfach damit es schön aussieht und man da Videos aufnehmen kann, die dann auch gut aussehen mit einem schönen Hintergrund. Genau, und wir fangen direkt an, damit wir heute auch noch fertig werden. Als erstes müssen natürlich die Schranktüren hier abgebaut werden, damit man das überhaupt folieren kann. Und da bekomme ich zum Glück etwas Unterstützung. Ja, willkommen bei Max' Bastelstunde. Ich habe das schon mal bei mir an der Küche gemacht und es ist eine super coole Sache, um alte Küchen gut aussehen zu lassen. Besonders wenn die Küche bei sich zu Hause einen pinken Touch hat. Wenn man diesen pinken Touch loswerden will. Das ist jetzt bei anderen zum Glück nicht der Fall. Aber was man machen kann, ist sich einfach meterwahre Folie bestellen und damit die Küchenteile eben folieren, was das Ganze wesentlich besser und moderner macht. Wenn man sich dann noch, später mal, neue Griffe kauft, dann sieht die Küche gleich viel schöner aus. Und das machen wir hier mit den letzten oberen Schränken. Die fehlen nämlich noch. Und ja, was ich dazu mache, reinigen mit Isopropanol, damit da der ganze Schmodder weg ist. Gerade hier ist sehr viel Schmodder drauf. Ja, die Küche ist ein bisschen eklig. Damit da der ganze Schmodder weg ist und dann halt nochmal mit Glasreiniger drüber. Ich benutze da hier so einen Schaumglasreiniger für Autos. Ach, was erwartet man bei mir auch anderes. Und dann wird da drüber foliert mit einer Heatgun und einem Rakel. Da kriegt man das dann alles zurecht, dauert mega lange, aber das Ende ist cool.
sieht das Ganze jetzt aus? Es ist irgendwie nicht ideal. Ich brauche definitiv einen Schrank, weil selbst das Sortieren in den beiden Kisten nicht so viel Sinn gemacht hat, wie ich gehofft habe. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen aufgeräumter als vorher. Also jetzt probiere ich gerade aus, wo ich denn jetzt meine Videoecke genau hinmachen will. Also ich habe hier sehr viel Wand. Eigentlich das komplette Stück, was ich nutzen könnte. Und ich habe jetzt das Stativ erstmal hier hingestellt. Also die Kamera würde dann so sitzen. Aber jetzt muss ich mir überlegen, wo genau in die Wand ich das dran pappen will, was da so hin will. Ist jetzt sozusagen neu organisiert bzw. aufgeräumt, soweit es geht, ohne Schrank. Und die Videowand ist dekoriert. Ich finde, das sieht eigentlich auch sehr cool aus, besser als ich mir gedacht hatte. Ich freue mich schon, die zu benutzen. Mit der Küche sind wir jetzt nicht ganz so weit gekommen, wie wir gehofft hatten. Eine Tür ist jetzt noch über und die Seitenteile haben wir jetzt noch nicht geschafft. Das kann aber noch alles in Ruhe gemacht werden. Wir sind schon trotzdem ziemlich weit gekommen. Und wie ihr seht, sitze ich auf einem Sofa. Ich kann es kaum glauben, so lange habe ich das Sofa noch nicht. Und ich dachte, ich zeige euch einfach jetzt nochmal kurz, wie die Wohnung aktuell aussieht, weil sich doch schon einiges verändert hat zum letzten Mal, wo ich euch die Wohnung gezeigt habe. Und da ich jetzt gerade im Wohnzimmer bin, fangen wir auch einfach im Wohnzimmer an. Und zwar seht ihr hier, steht jetzt hier eine super schöne Couch mit einer Lampe dahinter. Die Lampe hier an der Decke ist so eine Lampe, die man regulieren kann. Das gefällt mir aber nicht so ganz, weil die Lampe an sich nicht so schönes Licht macht und auch das mit dem Regulator nicht so meins ist. Deswegen habe ich da jetzt eine Stehlampe hinten stehen, die dann sozusagen indirekte Beleuchtung macht. Und passend in der gleichen Farbe habe ich auch einen Teppich. Genau, und dann seht ihr hier schon, die Schrankwand von den Vormietern habe ich dann doch aufgebaut und befüllt. Die habt ihr ja jetzt auch schon ein, zwei Mal im Hintergrund gesehen. Und ja, da ist jetzt mittlerweile ziemlich viel Zeugs drin, aber immer noch kein Fernseher, beziehungsweise kein großer Fernseher. Genau, und dann habe ich hier in der Ecke meinen Schreibtisch, den ihr ja vorhin schon gesehen habt und der auch schon mal in einem anderen Video vorgekommen ist. Wie gesagt, will ich hier noch irgendwie ein Regal kaufen. Am liebsten hätte ich gerne einen Lowboard, was ich dann hier hinten unten hinstellen könnte, wo ich so Unterlagen reinsortiere. Einfach damit die Ecke nicht noch voller wird. Aber da habe ich noch nichts in meiner Preiskategorie und vor allen Dingen nach meinem Geschmack gefunden, was da so wirklich hinpasst. Im Schlafzimmer hat sich gefühlt erstmal gar nicht so viel getan. Immer noch mein Bett und der Kleiderschrank, wie aus dem letzten Video. Ich glaube, der Nachttisch ist aber neu. Dieses Regal habe ich immer noch nicht angebracht, weil ich noch nicht weiß, wohin damit. Und jetzt habe ich hier auch noch einen Tisch stehen. Wie man sieht, soll das mein Nähtisch werden.
beziehungsweise meinen Tisch zum Basteln an Cosplays etc. Der ist jetzt aber auch noch sehr chaotisch. Hier steht auch noch eine Box und eine Kiste mit Stoffen und so. Und da möchte ich auch noch irgendwie ein Regal oder so, ich weiß noch nicht genau, irgendwas hier oben an die Wand haben. Das ist auch noch under construction, wie sagt man, unter Bearbeitung? Klingt komisch im Deutschen. Hier ist jetzt noch ein Spiegel, der ist auch neu und den fand ich eigentlich ziemlich cool, weil ich nicht wusste, was man sonst groß mit der Ecke anfangen soll. Und damit ist das Schlafzimmer auch bis auf das Regal hier bei der Cosplay-Ecke eigentlich komplett und gefällt mir sehr gut. Ich will noch einen zweiten von diesen Nachttischen kaufen, einfach damit es symmetrischer aussieht. Und außerdem ist hier noch so viel Platz, das heißt, ich will das Bett ein Stück rüberschieben und dann kann der da noch hin und dann ist das irgendwie schöner. So, und jetzt zu guter Letzt nochmal in die Küche. Hier ein kleines Update. Wie gesagt, haben wir heute es leider nicht ganz geschafft, alle Türen zu machen. Aber wie man sieht, ist die Küche so gut wie fertig. Also auch hier unten ist ja schon alles komplett in weiß foliert und oben jetzt auch so gut wie. Und ich finde, es sieht so viel besser aus. Also es ist echt eine super Idee und ein super Improvement für die Küche. Die Regale hier sind mittlerweile auch sehr gut gefüllt und ich überlege noch, ob ich die auch irgendwann noch weiß mache. Wahrscheinlich schon, weil es dann einheitlicher aussieht, weil es sind ja jetzt auch hier zwei unterschiedliche Holztöne. Ansonsten hat sich ein bisschen was angesammelt, auch an Küchengeräten. Die Schränke haben sich gefüllt, da unten ist alles voll mit Geschirr mittlerweile. Und ich habe einen Esstisch, das war beim letzten Mal glaube ich auch noch nicht. Und den finde ich eigentlich auch super praktisch, weil den kann man auch so ein bisschen ausziehen. Und letztes Wochenende hatte ich Besuch von meiner Familie und da saßen wir da sogar zu viert an diesem Tisch. Also super praktisch. Ja, genau. Und wenn man die Küche so im Gesamten anguckt, sieht man halt schon, dass ich so ein bisschen so ein Konzept mit dem hellblau-türkis verfolge. Ich versuche es jedenfalls, alles so ein bisschen in Blautönen zu halten. Das fand ich ganz praktisch, beziehungsweise ganz schön. Genau, und das ist eigentlich, ja, das Update zur Küche. Ja, mittlerweile ist es dunkel draußen und es lässt sich nicht mehr so schön filmen. Aber ich habe euch eigentlich auch jetzt alles Wichtige gezeigt. Im Flur und im Badezimmer ist seit letztem Mal nicht wirklich viel Neues passiert, würde ich behaupten. Deswegen, ja, beende ich das Video an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mega Spaß gemacht und dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder.